sind wir wieder. Wie ihr im Zeitraffer gesehen habt, ich bin gerade dabei, den Astra weiterzumachen. Ja, da hatte ja einer die Antennenbuchse abgeschnitten. Das mit dem, ne, das, was ich da zusammengerödelt habe, blöde Lösung, gefiel mir jetzt auch nicht. Also habe ich den Stecker neu konfektioniert. Das wird hoffentlich etwas besser funktionieren. Ja. Irgendwas rauscht hier. Ja, das ist das schlechte Wetter draußen. Ich dachte schon, wieso ist hier ein Rauschen im Radio? Ja, der gute Ralf hat uns ja / mir ein Radio geschickt und zwei Lautsprecher. Sehr toll, nochmal danke. Das werde ich jetzt einbauen. Und ja, dann werden wir mal sehen, ob da Klang bei rauskommt. Ich werde es erstmal so reinstecken, ohne den Rahmen. Wie gesagt, Box vorne rechts sagt gar nichts. Kann zwei Ursachen haben, Kabelbruch in der Tür. Die bewegen sich immer hin und her. Opel, wie auch alle anderen Hersteller, haben irgendwie das Problem, dass die da, sie hätten mal Silikonkabel nehmen können. Ne? Ja. Gibt es auch Nachrüstsätze für, glaube ich. Ja, das wäre dann doch ein bisschen besser geworden. Ja, aber an sich haben wir gar nicht mehr so viel vor uns in Bezug auf das Auto. Was übrigens auch noch aufgefallen ist, im Radio war noch eine CD. Ich habe das in einem anderen Auto mal probeweise eingesteckt. Da kam eine CD raus. Also Ralf, wenn du die wieder haben möchtest, sag Bescheid, dann schicke ich sie zurück. So, dann bereite ich mal alles vor und dann geht das los. Das, irgendwie können alle dann... Ja, wie gesagt, hier kommt hier kein Ton. Haben sie denn noch einen? Und, nein, leider nicht. Das ist blöd. Leider nicht. Also, oh nein, dann dürfte ich nicht fahren. Für Brexit. Ja. Ich dann, also müssen wir den ganzen Blödsinn hier auseinandernehmen. Ich habe diese Zeit eine Radiosendung gehabt. Und, ist jetzt aber auch nicht so unfassbar kompliziert. Ich nicht fahren könnte. So, also das machen wir jetzt mal aus. Und dann geht das los. Versuchte mich da anzumelden. Ja, ich würde mal eine vorsichtige Prognose wagen, warum dieser Lautsprecher hier nicht funktioniert. Ich denke, ihr stimmt mir zu, oder? Ja, ist wahrscheinlich kaputt gegangen und hat einer ausgebaut und nicht wieder eingebaut. Ja, das ist wohl so. Gucken wir auch gleich mal in die Tür. Wie sieht es hier aus? Das ist Wachs. Ja, ich denke, wir haben keinen Rost zu erwarten in Zukunft. Erstmal. Ich werde gleich mal ein bisschen Hohlraumversiegelung reinnageln. Scheibe hoch, Hohlraumversiegelung rein. Dann sollte da ein paar Jahre Ruhe sein. Sieht gut aus. Wie gesagt, Opel hat es irgendwann mal gelernt. Und beim Astra G haben sie es gelernt. Wenn der die Nachbesserung bezüglich der Radläufer gekriegt hätte, oder vielleicht hat er es gekriegt, ich weiß es ja nicht, dann scheint ja recht unauffällig zu sein. Was haben wir denn hier? Irgendwo mal eine Leitung. Irgendwo sollte da doch ein Kabel sein, wo ich einen Lautsprecher mit anschließen kann. Ja, was ein Sackgesicht. Das bedeutet, ich kann jetzt mal schnell zu einem anderen Astra laufen und hier das... Ja, ehrlich. Wenn man keine Ahnung hat oder keinen Bock hat, ne, einfach die Finger vom Auto lassen. Die muss man nicht abschneiden. Manche Hornochsen sollten echt Finger weg vom Auto lassen, wirklich. Am besten auch gar nicht fahren oder so. So, wie wir gerade gesehen haben, ist das der Rest vom Fest. Gar nicht gut. Und wieso sind das drei Adern? Das ist ja eigentlich noch alles ausgebaut worden. Naja, drei Adern. Der hat
ein Hochtöner normalerweise oben drin, der in dem Fall jetzt nicht. Doch, stimmt. Verdammt. Da ist der Hochtöner drin. Läuft die Frequenzweiche vielleicht hier ein bisschen anders? Ja. Ich habe den Stecker aus dem anderen jetzt rausgebaut. Die Lautsprecher haben auch nur zweipolige Anschlüsse. Der aus dem anderen auch. Ja, das ist insgesamt nicht wahnsinnig befriedigend, muss ich sagen, das Ganze. Da muss ich jetzt wahrscheinlich mal durchtesten. Bei laufendem Radio, wo hier irgendwas ankommt. Kommt ja ein bisschen Spannung an. Dann sieht man das ja recht gut. Ja. Das nervt im Allgemeinen wirklich. So richtig. Ne? Aber da kann man mal sehen, dass dieses Auto hier schon als Schrott abgetan wurde. Das nervt einfach nur. Das finde ich nicht gut. Einfach mal davon ausgehen, dass andere Leute diese Autos wieder auf die Reihe kriegen. Mit wenig Aufwand. Das. Ja. Vierpolig. Nicht drei. Und dann ist ja von der Theorie her, der hier oben von da unten gespeist werden. Der Hochtöner, der hat eine Weiche drin. Das ist das Gelb und Gelbbraun. Muss ich mir gleich bei dem anderen noch mal eben angucken. Das irgendwie verbunden ist. Gelb, gelb-braun, das ist das hier für den Hochtöner und das hier wahrscheinlich für den unteren Lautsprecher. Ja. Das nervt mal wieder so richtig. So richtig, richtig. Alles unnötig, ne? Das ist vor allen Dingen sinnlos. Oder ist das hier ein Zubehörteil? Schauen wir mal. Ne, General Motors ist kein Zubehörteil, ist Serie. Der Hochtöner. Ja. Die kommen wahrscheinlich beide rein in den Stecker. Und der hier oben filtert sich selbst die Frequenzen raus, die er kann. Tja, wahrscheinlich, weil hier ist eine komplette Weiche drin und die unten haben keine. Bei dem anderen jetzt gerade auch nicht. Ja, das wird lustig. Ich muss das Kabel jetzt da drin verlängern. Dann muss ich diesen Stecker da dran montieren. Der hat natürlich komplett andere Kabelfarben. Ja. Aber das ist der Stecker für die Lautsprecher. Ja. Also der Hochtöner hat eine Frequenzweiche, also schalte ich hier am besten einfach durch, setze beide da dran, ja, und dann sammelt er sich, wie viel Ohm hat denn der Lautsprecher? Also wir reden beim Auto normalerweise von, ich glaube 4 Ohm oder sowas in der Richtung. Hier oben. Ja, damit das ganze System wahrscheinlich auf 8 Ohm laufen bei diesem Wagen. Das wäre plausibel, ja. Ist meistens bei Frequenzweichen so, dass es mit einem höheren Widerstand arbeitet. Ja, ich denke, das ist die Lösung. Ja. Das sollte so funktionieren. Ja, die Schrauben habe ich mir auch gerade gesichert. Das sind die hier. Die waren jetzt auch nicht mehr vorhanden. Ja, passen. Sehr gut.
Ja, das wird in der Tür stattfinden, da werde ich euch nicht mitnehmen können. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann so. Vor mir das Radio ist eingebaut. Experte. Ja, das ist er. Julius Brink. Sieht gut aus. Olympiasieger 2012 zusammen. Passt mit super ins Auto. Jetzt ARD Beachvolleyball-Experte. Yes. Julius, grüß dich. Ja, bitte. Wer stört? Bist auch Podcast-Experte, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. Aber wir haben das funktioniert komplett. Mitgemacht. Ja. Ich hoffe, du das Lenkrad. Fleißig. Ja, ich hab mal sehr gut. Gehört, ja. Also nochmal vielen Dank an Ralf. Perfekt. Ja. Einzige Problem ist, ich habe keine Ahnung, warum hier kein Lautsprechersignal ankommt. Ich habe schon einiges ausprobiert. Ich habe hier oben auch gelöst. So. Ich habe auch keinen Klang oben auf dem Hochtöner. Da müsste ja jetzt das kommen. Ich habe hier unten verdrillt. Tja, sehr eigenartig. Ich muss mir die Belegung angucken. Weil das hier unten kommt da oben nicht raus. Wer davon jetzt hier verantwortlich ist für die Lautsprecher, ist erstmal jetzt grundsätzlich ein Rätsel. Vor allen Dingen ist mein Messgerät zu träge, um das logischerweise sinnvoll messen zu können. Das bedeutet, ich muss das Radio nochmal rausnehmen und mir angucken, mit welcher Leitung der da oben rausgeht. Hätte ich natürlich vorher machen können. Ja, mit welcher Leitung geht der da oben raus? Mit welcher Leitung geht es hier unten rein? Das sollte hoffentlich bitte die gleiche sein. Das wäre total sinnvoll und schön. Ja, wir kommen dem Problem auf die Schliche. Der Kollege steht jetzt auf Durchgangsmessung. Das bedeutet, wenn ich jetzt ihn hier berühre. Na, guck schon. Ja, hört man. Wenn ich ihn jetzt berühre, piept es. Ich nehme den jetzt mal und stecke den hier rein. Okay. Ja, jetzt sieht man es. Ich stecke den jetzt da rein. Ist ein bisschen dunkel und mein Blitz funktioniert nicht mehr. Und gehe auf diese Belegung. Na komm schon. Hört man, ne? Das bedeutet, daneben müsste ich ja jetzt praktisch den sogenannten Gegenpol haben, ne, dazu. Ja. Auf dem haben wir Durchgang. Das ist ein gelber, richtig? Ja. Bedeutet, auf der anderen Seite müssten wir irgendwo ja auch noch. Ja, ein Lautsprecher ist nichts weiter als ein stromangetriebenes Gerät. Ne? Das ist auch der funktioniert nur mit Strom. Ja. Die andere Seite dieser Steckverbindung ist also die andere Seite der ganzen Geschichte. So. Ja, ich bin jetzt quasi bei seinem Kumpel hier drin. So. Perfekt. Ja. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Durchgang finden. Müsste ja von der Theorie her auch in der Leiste sein. So, und da finde ich wiederum nichts. Entweder habe ich jetzt einen Kabelbruch hier irgendwo drin. Das ist doch. Ich habe Durchgang bis zum Stecker. Also da und da sind die belegt. Okay. So. Nächster Punkt. So,
jetzt haben wir die Steckverbindung wieder drin. Jetzt müsste ja von der Theorie her hier unten was ankommen. So. Messgerät ein bisschen weiter genommen. Okay. Der kommt an. Wen haben wir hier eigentlich? Den reinen gelben, ne? Ja. Rein gelb müsste ja von der Theorie her Plus sein. Ja. Okay, dann ist das hier ein Pluskabel. Dann passen logischerweise die beiden auch nicht zusammen. So, jetzt nochmal messen. Unten, ja. Ja. Umstecken. Ja, dann ist oben Minus, unten Plus. Ja, dann konfiguriere ich das mal neu und dann sehen wir uns gleich wieder. Wird auch erreicht. Ja, wir haben es nochmal in der... Auf Antrag des Premierministers soll das polnische Verfassungsgericht nämlich grundsätzlich klären, ob im Zweifel polnische Regeln Vorrang vor EU-Recht haben. Man hört es hier, der Hochtöner läuft jetzt. Ich habe jetzt die richtige Verdrahtung gefunden. Und so werde ich diesen Lautsprecher jetzt auch einsetzen. Ich habe den jetzt zum Testen mal so wir schauen auf die drin sitzen. In Hochwassergebieten. Und entspannt Quatsch machen bei so. Instagram mit Tenniskumpel Kevin Krawitz. War ein Tag? Was hast du halt gemacht? Den Lautsprecher. Heute dann schon wieder auf der Ariake Tennisanlage. Training im schwülheißen Tokio, Vorbereitung auf das große Finale. Zverevs Arm schwingt entspannt, er wirkt noch. Ja, weil ich weiß, dass ich jetzt eine Medaille schon mal zu 100% ja, habe. Silber sicher, Gold fest im Blick. Das ist klar. Jetzt soll auch der Olympiasieg her. Das, was bisher keiner vor ihm geschafft hat. Kein Becker, kein Stich und eben auch kein Turnier. Ja, den ganzen Krempel baue ich aber morgen zusammen, ohne euch. Ja. Dann werden wir weitersehen. Ne? Das funktioniert auf jeden Fall jetzt wieder. Trotz des abgeschnittenen Kabels. Ja, den ganzen Blödsinn hier baue ich wieder zusammen. Und dann ist die Seite schon mal wieder fertig. Wie gesagt, nicht verzweifeln, einfach systematisch suchen. In dem Fall habe ich den Blödsinn gebaut, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Ist manchmal halt so. Manchmal hat man ein Brett vorm Kopf. So, Radio aus. Ja, manchmal ein Brett vorm Kopf und dann funktioniert gar nichts. Ist halt so. Kann sich keiner von freisprechen. Dann sieht man den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Eine kleine Pause kann da helfen. Mittlerweile mitten in der Nacht. Ja, und dann einfach nochmal ran. Und dann hat es funktioniert. Ja, dann, ja, mein Kater will, dass ich nach Hause gehe. Er hat Hunger. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich habe gerade gesehen, der Skoda ist für 1360 Euro verkauft. An jemanden, der gar nicht existiert, mal wieder. Bin mal gespannt, ob sich da jemand meldet. Diese Spinnerei geht mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Nerven bei eBay. Ja. Tja, wir werden sehen. Okay. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch ein schönes Restwochenende. Einen sanften Start in die Woche und ja, lasst euch nicht ärgern.